Hi, ich bin Markus und hier geht es um Artikulation. Was bedeutet das und wofür braucht man sie? Wenn ihr musiziert, gibt es in den Noten außer Tempo- und Lautstärkeangaben und anderen Spielanweisungen manchmal auch Zeichen, Punkte, Striche, Bögen, Akzente. Das ist die Artikulation. Artikulation kommt auch aus dem Italienischen und ist eigentlich ein Begriff aus der Sprache. Man könnte also sagen, die sagt uns, wie wir einen Ton aussprechen sollen. Ein paar der wichtigsten Artikulationsarten sind Staccato, Portato, Tenuto und Legato. Staccato bedeutet kurz gespielt, Portato bedeutet getragen, Tenuto bedeutet gehalten und Legato bedeutet gebunden. Ihr merkt, dass diese vier Stück für Stück immer breiter werden bzw. immer dichter. Und geschrieben wird so. Staccato hat Punkte über oder unter den Noten, kann man sich ganz gut merken, das sind ja kurze Töne. Portato hat Punkte und einen Bogen. Tenuto hat einen Strich, kann man sich auch wieder ganz gut merken, weil der Ton ja länger ist. Und das Legato hat einen Bindebogen über alle Noten, die zusammengebunden werden. Kann man sich eigentlich alles ganz gut merken, das Portato hat halt zwei Zeichen zusammen. Das war's zum Thema Artikulation, viel Spaß beim Üben und danke fürs Zuschauen.